Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen und letzten Video in diesem Jahr. Mit Sonne im Hintergrund, die ja mittlerweile schon Mangelware ist. Gefühlt kommt sie ja gar nicht mehr zum Vorschein. Jedenfalls bei uns hier. Ja, Jahresende guckt man immer so ein bisschen auf das, was war. Und diesen Kanal gibt es jetzt seit 8 Monaten. Das heißt seit April 23. Mit Stand heute 124 Abonnenten. Und allein in den letzten, also in diesem und letzten Monat, November, Dezember, haben 75% davon hier abonniert. Da möchte ich mich jetzt ganz herzlich einmal bedanken für alle, die diesen Kanal folgen und gut finden, was ich tue. Das zeigt mir auch, dass gerade die Videos am beliebtesten sind. Also sonst würde ja nicht so viel gerade in dieser Jahreszeit passieren. Advent, Weihnachten, Schnee, Schneestürme. Im Moment ist alles andere als Schneesturm. Der Schnee war am 24. dann wieder weg, zumindest Abend. Und ja, das heißt, die Videos werden wohl am meisten jetzt vorrangig kommen, weil die anderen übers Jahr nicht wirklich so beliebt waren, wie ich mir das so erhofft habe. Ich werde natürlich auch noch technisch ein bisschen was ändern, inhaltmäßig, wie ich die Videos so aufbaue und so weiter. Der Kanal ging ja aus meinem Zweitkanal oder eigentlich mein Namenskanal hervor, den es schon 13 Jahre gibt oder gab. Ne, gibt. 5 Jahre davon war dort dann eben die Ausflüge gewesen. Viele dieser Videos sind jetzt auf diesem Kanal gelandet, überarbeitet teilweise. Manche kommen vielleicht auch noch. Gerade Schneevideos sind jetzt ein bisschen schwierig zu organisieren, denn naja, in der Jahreszeit, nee, bei dem Wetter, so muss man sagen. Ja, als nächstes ist noch geplant im Januar das Nussknackermuseum mit dem weltgrößten Nussknacker oder weltgrößten Spieluhr. Ich glaube, Spieluhr war es. Im nächsten Monat oder vielleicht erst übernächsten dann Riesa, die Riesaner Nudeln. Die haben nämlich das Nudelmuseum. Auch das interessiert mich noch. Das heißt, zu den Highlights wird es trotzdem immer natürlich auch übers Jahr geben. Das ist kein Weihnachtskanal. Und dann werden wir schauen. Es gibt schon verschiedene Highlights, aber ich möchte jetzt die kleinen Ausflüge, die sowieso niemand sucht, nicht nochmal bringen. Ihr könnt mir auch gerne noch schreiben, was ihr gerne noch vom Erzgebirge sehen möchtet. Das wäre auch nochmal ein Plan. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht gut rein und ich wünsche euch viel Gesundheit. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder auf diesem Kanal. Also, bis bald.